Na, ihr Süßen, lange nicht mehr gesehen. Ich sitze gerade vor meinem Vision Board für das Jahr 2024. Ich habe das gestern gemacht und ich gucke da so drauf. Ich zeige euch das einmal. Habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge zu hochgeladen, wie ihr ein Vision Board machen könnt und wie ihr generell 2024 zu einem mega geilen Jahr machen könnt. Das ist mein Vision Board. Und auf diesem Vision Board ist unter anderem einmal eine Kamera, die mich daran erinnern soll, dass ich mehr YouTube-Videos 2024 machen will. Und dann gucke ich mir das gerade so an und dann bin ich so, ach, warte mal, dann machen wir doch jetzt mal schnell ein YouTube-Video. Deswegen, hi, herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ich mache gerade meine Skincare, weil das auch ein Teil meines Vision Boards ist. Skincare machen. Ich dachte mir auf jeden Fall, heute ist actually dann sogar mega der geile Tag, um hier einmal so einen Vlog anzufangen, weil morgen ist einfach Silvester und ich habe es überhaupt gar nicht überrissen. Ich wollte so voll die Pläne machen. Ich wollte voll was mit meinem Freund machen und sowas und dann ist einfach nichts zustande gekommen. Real Talk, es ist einfach so, auf einmal ist jetzt Silvester morgen. Naja, auf jeden Fall werde ich morgen einfach zu meiner Family gehen, aber das wird auch richtig, richtig geil, weil super, super viele Leute kommen werden. Und bevor wir aber überhaupt über Silvester anfangen zu reden, ich habe ein Projekt. Ich habe ein neues Projekt. Ihr kennt ja alle mein Ankleidezimmer und ihr wisst ja auch vielleicht, dass ich mich schon öfter darüber beschwert habe, dass ich einfach nicht genügend Platz hier habe. Also ich habe es einfach dumm damals gemacht, als ich meinen Kleiderschrank quasi eingerichtet habe. Ich habe ja quasi hier diese Konstruktion einmal mit den Kleiderbügeln sozusagen da oben und dann so ein paar Schubladen. Und man sieht ja auch, also wahrscheinlich würde man schon viel reinbekommen, aber ich bin einfach unordentlich und die Schubladen sind immer fast am Platzen. Deswegen habe ich mir gedacht, nachdem ich ja hier noch eine komplette Wand frei habe, da kommt noch ein Schrank hin. Und den habe ich gestern zusammen mit meinem Bruder eingekauft, damit das endlich mal ein bisschen fertig wird, weil meine Wohnung, es ist halt wirklich, keine Ahnung, ich habe vor irgendwie 6 Monaten oder so gesagt, Leute, bald gibt es eine Roomtour nächsten Monat. Ich habe noch nicht mal Lampen überall. Und deswegen auch Plan für 2024, endlich mal meine Bude hier komplett fertig bekommen und wir fangen mit meinem Ankleidezimmer heute an. Mein Cousin und mein Bruder, die kommen so in 2 Stunden zu mir und dann werden die das für mich mit aufbauen. Mein Freund kommt vielleicht auch noch. Da habt ihr richtig meine Handwerker und Helfer. Wenn wir gerade eh schon beim Thema sind, dann lass uns doch ein bisschen über meine Vorsätze fürs nächste Jahr sprechen. Ich liebe das so sehr, wenn irgendwie so ein neues Jahr beginnt oder generell, ich bin auch so ein Sunday-Reset-Mensch, dass ich so quasi vor der Woche so ein bisschen frische Energie tanke und für mich ist das jetzt so richtiger Sunday-Reset. Ist ja sogar ein Sonntag, Silvester. Und ich freue mich so sehr immer auf das neue Jahr. Und dann am Anfang ist man immer so voll motiviert. Manchmal geht die Motivation dann so ein bisschen weg. Aber trotzdem, ich liebe das, mir einfach so Gedanken über mein Leben zu machen, was ich nächstes Jahr erreichen will. Was generell so meine Ziele im Moment in meiner Lebenssituation sind, bla bla bla. Ein ganz, ganz großer Punkt für mich nächstes Jahr wird meine Gesundheit. Ich will viel, viel mehr Fokus auf Sport auch ein bisschen legen. Aber nicht Sport im Sinne von, okay, ich will jetzt voll krank im Gym werden und so voll die krasse Figur bekommen oder sowas. Sondern Sport im Sinne von, ich will einfach jeden Tag Bewegung in meinen Alltag bekommen. Also sei das über einen Spaziergang, sei das über ein Homeworkout, sei das vielleicht schon über einen Gymbesuch, dass ich irgendwie meine Beine oder so trainiere. Aber ich will mir wirklich angewöhnen, jeden Tag Sport zu machen, weil ich merke richtig, wenn ich keinen Sport mache, dann bin ich den ganzen Tag auch voll müde und so richtig erschöpft und voll unmotiviert. Und dann, ich dachte die ganze Zeit, das ist so wegen dem Winter. Und das gehört so bestimmt auch mit dazu, dass ich halt durch den Winter nicht so viel Bock habe, irgendwelche Sachen zu machen. Aber ich denke schon, dass das ganz viel meine mangelnde Bewegung ist. Und wenn ihr euch das auch vorgenommen habt, dann stresst euch da gar nicht so krass rein und seid so, okay, ich muss jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gehen oder so ein Shit, sondern einfach so ein bisschen low-key entspannt, einfach an einem Tag ein bisschen spazieren gehen. Was auch immer. Macht einfach das, wonach ihr euch an einem Tag fühlt. Und außerdem will ich so ein bisschen gesünder mich tatsächlich ernähren. Digga, ihr wisst, das habe ich schon so 1500 Millionen Mal gesagt, dass ich mich gesünder ernähren will. Aber dieses Mal, ich habe es jetzt gestern schon einmal durchgezogen, einen Tag komplett ohne Süßigkeiten, ey! Aber ja, es wäre cool, wenn ich das auch noch so ein bisschen schaffen würde. Nachdem ich nächstes Jahr einfach 20 werde, und ich kann nicht mehr, ich werde einfach fucking 20, meine Teenage Years sind offiziell vorbei, will ich nächstes Jahr auch noch so ein bisschen reisen, dass ich, keine Ahnung, irgendwie einfach so, ich habe so ein Gefühl, okay, nächstes Jahr bin ich dann so richtig erwachsen, deswegen will ich noch so ein paar Reiseziele, wenn es geht, irgendwie abklappern. Da sind auch auf meinem Vision Board, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, habe ich mir nämlich auch ein paar mit drauf. Was halt so mein absoluter Traum wäre, ist halt Hawaii. Das hier soll, das mit den Delfinen und diese Blume hier, das soll für mich so Hawaii symbolisieren. Dann habe ich hier Los Angeles ganz dick draufgeschrieben. Ich war einfach noch nie in L.A. Wenn ihr schon mal in L.A. wart oder generell so öfter in Amerika. Ich war auch schon tatsächlich in Amerika, aber so L.A. war ich noch nie. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, I'm so jealous of you guys. Da will ich unbedingt einmal nach L.A. Dann habe ich hier natürlich wie immer ganz dick auf meinem Vision Board. Und das war auch letztes Jahr schon auf meinem Vision Board. Delicious.
Felicious nächstes Jahr. Ihr wisst nicht, was alles auf euch zukommt. Das ist jetzt ja letztens. Wann war das denn jetzt? Letzte Woche? Die neue Kollektion online gegangen. Könnt ihr gerne auch einmal auschecken unter felicious.de. Aber nächstes Jahr, es wird so viel auf euch zukommen. Und das ist einfach gerade so wirklich mit mein Fokus, die Nummer 1. Da so geile Sachen entwickeln, so viel... Oh! Nee, dann bin ich richtig hyped, ihr werdet sehen. Und sonst habe ich halt so ein paar cute Sprüche einfach aufgeschrieben. I'm creating the life of my dreams. Be the woman you would look up to. Wenn ihr inspirierende Quotes sucht, ich finde dieser Quote ist so inspirierend. Das heißt, ihr übersetzt, sei die Frau, zu der du aufschauen würdest. Und das ist für mich so, Alter, damn. Und die Frau, zu der ich aufschauen würde, die würde jeden Tag sich ein bisschen bewegen. Die würde sich gesünder ernähren. Versteht ihr, was ich meine? Also einfach so euer eigenes Vorbild werden. I love that. Und dann zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt für mich ist viel mehr Wasser trinken. Wir trinken einmal ganz kurz zusammen mehr Wasser nächstes Jahr für uns alle. Ich trinke aber auch einfach mega hässlich. Deswegen mache ich das auch gefühlt nie hier mit euch. Anyways, ich mache jetzt noch ein bisschen meine Skincare und dann sehen wir uns gleich wieder. Thema gesunde Ernährung starten wir jetzt auch gleich einfach mal durch. In letzter Zeit habe ich eigentlich immer nur zum Frühstück Joghurts gegessen. Oder manchmal, sorry Leute, ich bin halt wirklich crazy drauf gewesen. Gerade zu der Weihnachtszeit habe ich einfach Schokolade zum Frühstück gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr meine Videos gesehen habt, wo ich so Bruchschokolade gemacht habe. Also diese Schokolade, die so verschiedene Farben hat und dann kannst du da so Smarties drauf machen und so ganz viele verschiedene leckere Sachen. Und ich habe das als Geschenk eigentlich für meine Familie und Verwandten gemacht. Und dann, ich hatte so 10 Tüten davon im Kühlschrank und habe ich einfach selber gegessen. I'm not even kidding. Ich habe eine von diesen Tütchen verschenkt. Und ja, dann habe ich einfach selber gegessen. Es sind noch 2 Stück oder so da. Aber ich hatte so dieses Level von ungesund, dass ich das wirklich zum Frühstück gegessen habe. Deswegen ist das für mich jetzt schon mal ein Big Step. Wir machen hier jetzt gemeinsame Rühreier. Und gestern habe ich auch so ein Sauerteigbrot, glaube ich, heißt das, gekauft. Hier, das Brot habe ich gekauft. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt das ist, was ich wollte. Aber das ist mega lecker. Was ich mir auch angewöhnen will, direkt, wenn ich was koche, die Sachen aufräumen. Direkt. Ohne lang zu warten. Einfach weg. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe in dem Video, aber ich will für nächstes Jahr auch unbedingt mehr Bücher lesen. Ich habe in diesem Jahr, I'm not even kidding, nur ein einziges Buch gelesen. Leute, fragt mich nicht, was abgeht. Aber wenn du keine Leseratte bist, so, dann liest du auch einfach nicht. Ich weiß, für Leute, die jetzt die ganze Zeit am Lesen sind, das ist jetzt voll verrückt, aber ich lese halt einfach nicht. Keine Ahnung. Bis vor ein paar Wochen. Dann habe ich angefangen und das will ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch ein bisschen weiter durchziehen, weil das lässt mich halt so voll in eine andere Realität, sag ich mal, so eintauchen und dann denke ich nicht die ganze Zeit so über mein Leben nach. Ich bin halt der größte Overthinker und dann bin ich so ein bisschen am Chillen einfach. That's the breakfast for today. Sieht gar nicht mal so gut aus. Obwohl, gar nicht mal so hart zu mir selbst. Sieht eigentlich schon geil aus. Auf jeden Fall schmeckt's famos. Famos. Ihr glaubt nicht, wie crazy lange das dauert, diesen Schrank aufzubauen. Der besteht insgesamt aus 3 Parteien und wir haben jetzt gerade so 2 und es ist schon 18 Uhr. Wir sind seit 13 Uhr hier, es dauert so krass lange, aber es sieht schon so, so wunderschön aus. Ich habe gerade Essen geholt, deswegen machen wir eine kurze Pause und ich zeige es euch einmal. Das ist so schön schon. Hier ist einmal ein ganz kleiner. Dann haben wir hier schon einen größeren. Jetzt fehlt halt nochmal das hier in der Mitte. Ich werde euch updaten, wenn dann alles wunderschön steht. Guten Morgen, Girlies! Es ist Silvester und ihr glaubt nicht, wie gut ich drauf bin. Drauf bin! Ich habe immer solche insane Voice Cracks am Morgen. Ich bin so gut drauf. Wir haben jetzt fast schon 12 Uhr. Ich habe gesagt, heute entspannen wir einfach im Bett. Ich habe aber noch ein paar Sachen zu tun, die ich heute machen will. Deswegen bin ich eigentlich irgendwie ein bisschen zu lange sogar im Bett geblieben. Aber ich dachte mir, um dieses Silvester perfekt zu starten, gehen wir jetzt erstmal ein bisschen spazieren. Ich habe ja gesagt, ich will jeden Tag ein bisschen Bewegung machen. Gestern hatte ich keine Bewegung, außer den Schrank aufbauen. Deswegen will ich das heute ein bisschen machen. Dann zeige ich euch den Schrank. Den muss ich dann auch noch einräumen. Und dann ist heute Abend Party bei meiner Mom. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Outfit of the day. Irgendwas in meinem Körper sagt mir immer, ich kann nicht spazieren gehen, ohne dabei einen Jogginganzug anzuhaben. Es würde sich so falsch anfühlen, jetzt mit einer Jeans irgendwie spazieren zu gehen. Mein Körper weigert sich dagegen. Anyways. Und wenn schon Jogginganzug, dann natürlich Felicious. Ich sehe aus wie die größte Granny überhaupt. Wir sind am Spazieren. Boah, ich habe gerade richtig laut Musik auf den Kopfhörern. Ich hoffe, dass ich meine 10.000 Steps irgendwie reinbekomme. Weil das ist ja so das Perfekte. So jeden Tag 10.000 Steps ist insane. Ich schaffe halt immer so 3.000, wenn ich spazieren gehe. Aber wir gucken mal. Mir ist irgendwie auch actually voll heiß. Ich hätte, glaube ich, gar nicht einen Schal und so anziehen müssen. Aber ja, mal gucken. Es ist echt wenig los. Ich dachte, voll viele gehen spazieren wegen Silvester oder so. Aber no, we good. Ich bin actually pretty alone.
bin etwas enttäuscht. Ich habe keinen 10K-Run hingelegt, sondern einen 5K. Also ich bin 5000 Schritte gelaufen. Es ist okay, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause. Ich hatte eine All-Body-Shower. Ich habe meinen Körper rasiert. Ich habe jeden Zentimeter sowas von geputzt. Sagt man das so? Ich habe meinen Körper geputzt. Jetzt habe ich eben auch noch Haare gewaschen. Und jetzt ist die nächste Mission, meinen Kleiderschrank einzuräumen. Und ich zeige euch den jetzt erstmal vernünftig. Ich kann nicht mehr. Das ist so ein absoluter Mädchentraum. Vor allem jetzt hier auch noch fertig mit den Lichtern installiert. Er sieht so insane gut aus. Hier nochmal aus einem anderen Winkel. Also ich bin sowas von verliebt. Als Plan habe ich mir gemacht, hier kommt auf jedes Regal einmal irgendwie eine Tasche. Eventuell ganz oben Schuhe. Aber eigentlich machen die Girls immer so ihre hohen Schuhe drauf. Und I don't have that, weil das sieht dann richtig geil aus, wenn die so beleuchtet sind. Aber ich habe wahrscheinlich ein paar hohe Schuhe, was ich da hinstellen könnte. Dann haben wir hier ganz viele Schubladen. Da kann man einmal Gürtel hintun. Hier drüben ist eine Schublade für Schmuck. Und hier habe ich dann eine bei dem letzten Regal. Da dachte ich mir einfach so für Sonnenbrillen oder generell so ein bisschen so für Krimskrams. Hier habe ich eine Schublade durchsichtig gelassen. Hier drüben auch. Da muss ich mal gucken, was ich da reinmache, weil man das ja natürlich die ganze Zeit dann sehen wird. Und ich habe mir vorgenommen, diese... Warum sind wir denn so nah? Hier habe ich mir vorgenommen, bei den Kleiderstangen nur zwei verschiedene Farben hinzuhängen, weil ich habe ja hier noch diese Seite, wo ganz viele sowieso hängen. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht mache ich hier wirklich nur... Zum Beispiel grau habe ich ziemlich viele Pullover und hier dann einfach nur schwarze, damit das richtig geil clean aussieht, weil schwarz habe ich schon ziemlich viele Sachen. Das könnte echt cool aussehen. Okay, grau habe ich so gefühlt 3 Stück. I don't know. Na, wahrscheinlich wird der Plan nicht ganz aufgehen. Wir müssen gleich mal schauen. Und ich hoffe, das Ganze dauert jetzt nicht allzu lange, weil mein Freund und ich, wir gehen heute noch auf ein Date, bevor wir zu der Party von meiner Mom gehen. Das kam gerade ziemlich spontan, dass wir das noch ausgemacht haben. Er hat mich gefragt, ob wir essen gehen wollen heute Abend. Dann hat er was reserviert. Und dann bin ich so, ja, mein, natürlich. Und deswegen habe ich jetzt nur circa eine Stunde Zeit, das einzuräumen, bevor ich mich fertig machen muss. Aber ich denke, das kriegen wir easy hin. Ich mache mich gerade fertig. Der Schrank ist mittlerweile eingeräumt. Ich hatte dann doch jetzt gerade ein bisschen Stress, vor allem, weil mein Freund jetzt meinte, er kommt schon ein bisschen früher und ich war so, eigentlich passt mir das gerade gar nicht, aber er kommt jetzt schon so in 20 Minuten. Aber ich wollte euch noch ganz kurz erzählen, was das heute bei meiner Mom wird. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe eine riesengroße Familie. Meine Mom hat 5 Geschwister, also meine Oma hat insgesamt 6 Kinder bekommen. Und dementsprechend sind unsere Familienpartys immer richtig, richtig big. Und eigentlich ist es ja so, dass man an Silvester eher sowas mit Freunden macht. Weihnachten ist ja so ein bisschen der Familientag. Silvester macht man ja meistens eher was mit Freunden, aber ich war so, ich habe gehört, meine Mutter schmeißt eine Silvesterparty, ich werde dort sein. Weil die Feiern von meiner Familie sind sowas von legendär. Da werden jetzt heute Abend irgendwie 30 Leute wahrscheinlich da sein, weil jeder halt Leute mitbringt, jeder bringt irgendwie Freunde mit, jeder bringt dies mit, jeder bringt das mit. Deswegen wird das so eine geile Feier. Und ich weiß es halt noch nicht genau, was ich anziehen soll, weil ich muss das Date und diese Party dann bei meiner Mama zu Hause quasi so ein bisschen, das Outfit muss halt für beide Ereignisse jetzt passen. Ich muss mal schauen, weil eigentlich will ich ein Kleid anziehen. Also würde ich jetzt anziehen, wenn ich nur zu der Feier von meiner Mama gehen würde. Aber ich bin irgendwie immer so richtig schüchtern, so ein Kleid auf ein Date anzuziehen. Gar nicht wegen meinem Freund oder so, sondern wenn wir halt in ein Restaurant gehen, dann bin ich immer so, alle haben so eine Jeans an und dann komme ich in so ein Kleid. Aber ich denke mir, es ist Silvester, deswegen ich glaube, ich werde schon ein Kleid anziehen oder irgendwie so ein bisschen was Schickeres. Aber ich zeige euch jetzt erstmal ganz schnell den Kleiderschrank, der fertig geworden ist. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht alles eingeräumt, aber es lässt sich auf jeden Fall schon sehen. Hier ist einmal die Taschenwand. Dann habe ich hier unten, ne, Gürtel reingemacht. Hier Felicious Mützen. Die hier ist übrigens auch schon online. Wenn ihr euch die schnappen wollt, felicious.de und dann hier noch ein paar andere Mützen, die es noch nicht gibt. Dann links daneben habe ich das richtig schön in so Beige-Tönen ein bisschen eingerichtet und grau. Hier haben wir meinen Schmuck, Sonnenbrillen. Darunter, ich sag euch ganz ehrlich, damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden, die Hosen. Die sehen ein bisschen unordentlich aus, aber da muss ich mir noch mal was überlegen. Hier ist halt jetzt gar nichts bisher noch in den Schubladen. Da drüben ist auch noch gar nichts irgendwie in den Schubladen drin, weil so viel Zeit hatte ich dann jetzt nicht mehr. Aber hier habe ich auch noch mal ein paar Sonnenbrillen hin und da oben habe ich jetzt erstmal alles schwarz eingerichtet. Also ich finde, es ist sehr, 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 sehr schön. Wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungstipps habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas hier noch anders machen könnte. Aber ich finde es eigentlich schon ziemlich sexy. Ich habe gerade 2 Kleider anprobiert und dann dieses Outfit und ich fand das irgendwie viel cooler. Also das Oberteil ist ja trotzdem noch so ein bisschen, ich sag mal, Silvester-Vibe, bisschen eleganter und ich finde, das sieht echt richtig, richtig schön aus. Deswegen ist das jetzt mein fertiger Essen, Gehen und Silvester-Look. Und hinten ist das auch nochmal so ein bisschen schmaler, also auch fast schon so ein bisschen rückenfrei. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ich dachte nicht, dass es cool aussehen wird, aber I like.
So, mittlerweile sind wir schon vom Essen zurück. Wir sind super pünktlich, wir haben gerade 20 Uhr. Wir sind actually die allerersten hier auf dem Parkplatz. Es ist noch kein Auto außer uns geparkt. Ich habe das hier so voll announced. Ich so, ja, kommen 30 Leute zu der Party. Ich meine, wir sind gefühlt die Einzigen. Aber ich gehe jetzt schon mal rein. Wir sind hier in unserem Keller. Das wusste ich gar nicht. Und meine Oma hat richtig süß dekoriert. Das ist auch so eine Girlande. Happy New Year. Und wir haben Glückskekse. Das kann man ja manchmal so an Silvester machen, dass man da quasi um 0 Uhr einen Keks aufmacht, um so zu gucken, was sind so die Predictions für das Jahr. Dann hier ein süßer Hut. Hier haben wir auch ein bisschen was zu essen. Und ganz viele von diesen Lampen hier, die machen echt ein cooles Licht. Eine Tröte. Also mega süß. Die Bella ist auch da. Wo ist meine Bella-Maus? Bella? Okay, Bella ist irgendwie not here. Hi! Da ist meine Bella. Komm mal her. Hi, mein Spatz. Und wie süß. Mein Freund hat mir hier so riesengroße Wunderkerzen mitgenommen. Ich bin ja so ein kleiner Feuerwerkschisser und da kann ich die drin anzünden, falls ich so Fotos machen, hat er gesagt. Die kleine Bibi-Maus ist da. Hallo, Bibi-Maus. Du hast ja so eine süße Mütze. So, wir haben 23 Uhr und das Einzige, was ich heute böllern lassen werde, sind diese Dinger. Wie heißen die nochmal? Knallerbsen. Oha. Oha, die sind ja übel laut. Gleich ist 0 Uhr. Happy New Year! Woo! Der Tag danach, man kann das eigentlich gar nicht mehr morgen nennen. Wir haben schon fast 15 Uhr. Ich fange jetzt gerade mit dem Frühstück erst an. Es ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich gestern gegessen habe. Ich bin irgendwie voll auf meinem Rührei-Trip gerade, aber mein Freund ist auch bei mir. Deswegen mache ich jetzt für uns beide ein bisschen was. Ich zeige euch einmal, was ich mir versuche zu machen. Also es wird ziemlich pretty much same. Ich habe hier einfach wieder Brot für die Rührei. Und dann habe ich aber gerade noch in meinem Kühlschrank Bohnen gefunden, ne? Und ich weiß nicht, ob das eine weirde Kombi ist, aber irgendwie dachte ich mir, das könnte gar nicht so schlecht sein. Zumindest sieht es ein bisschen gesünder aus, der Teller. Gestern war auf jeden Fall noch super, super funny. Also es waren wirklich ziemlich viele Leute da, das war eine Familie da. Allerdings muss man auch sagen, dass die alle sehr, sehr früh gegangen sind. Also ich habe schon ein bisschen was anderes erwartet. Wir waren so die letzten, ich sag mal, unter 30-Jährigen, die so noch da waren, mein Freund und ich. Und sonst sind alle echt ziemlich früh gegangen, aber es war funny. Das Einzige, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon erzählt habe, ich wollte unbedingt Schokobrunnen machen. Dafür habe ich extra so viel Obst, so viel Schokolade und alles gekauft. Und dann hatte aber irgendwie keiner so richtig Lust. Ich habe so gesagt, okay, wir machen das einfach nach 0 Uhr. Dann hatte irgendwie keiner mehr so richtig Appetit und Bock auf Schokolade. Deswegen ist daraus einfach nichts geworden. Und nachdem ja eigentlich mein Vorsatz für dieses Jahr war, ich will mich gesünder ernähren, muss ich das aber heute gleich brechen, weil ich will nachher. Ich mache mir heute wahrscheinlich Erdbeeren, habe ich extra besorgt. Und dann habe ich so einen Trick auf TikTok gesehen, dass man Schokolade einfach mit kochendem Wasser, also quasi im Wasserkocher, einfach übergießen muss. Man macht da die Schokolade in so eine Schüssel mit der Packung. Dann übergießt man einfach das komplett heiße Wasser und dann schmilzt die. Und dann machst du die ein bisschen auf und dann kannst du das einfach so über die Erdbeeren drüber streichen. Und das probiere ich dann nachher in einem TikTok-Video. Das ist bestimmt schon online, wenn ihr das Video hier seht. Aber ich mache jetzt mal weiter mit dem Breakfast. Was habe ich denn da bitte für eine interessante Food-Kombination zusammengeschmissen? Aber ich werde wirklich immer, immer besser mit Rührei. Ich habe da jetzt gerade noch so extra Rührei-Gewürz bei meinem Gewürz gefunden. Und ich finde, das sieht doch aus wie so ein Pinterest-Breakfast hier. Das mit dem Boden ist ein bisschen weird, aber sonst ist doch cute. Wir werden jetzt auf jeden Fall zusammen Frühstück. Ich zeige euch noch ganz kurz das, was ich von meinem Freund gemacht habe. Er hat gesagt, nee, er will keine Bohnen. Das ist ein bisschen weird. Deswegen sieht seins so aus. Wir werden jetzt gemeinsam essen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich versuche, das sage ich aber wirklich in jedem Video, 2024 oder generell jetzt... So. In nächster Zeit mehr hochzuladen, weil ich finde gerade diese Vlogs eigentlich immer so cool. Ich weiß nicht, ihr müsst einmal kommentieren, wie ihr das findet. Lasst mir ein Like und ein Follow da. Folgt mir auch auf TikTok, auf Instagram und hört in meinem Podcast Life is Delicious rein. Wenn ihr eure Wohnung, euer Zimmer aufräumen müsst oder so, kann ich euch sehr empfehlen, dabei einfach einen Podcast zu hören. Und ich habe euch über alles lieb. Ich wünsche euch ganz viel Glück im neuen Jahr. Und das war's. Wir sehen uns.